Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonath und bei uns heute erneut im Studio ist Bernhard Stolz. Hallo Alexander. Bernhard, beim letzten Mal hast du uns den Testsockel Y-Red vorgestellt. Welche Produkte hast du uns heute mitgebracht? Als Produktmanager in der Test-Solution bin ich nicht nur für den Y-Red zuständig, sondern wir entwickeln auch sehr viele weitere Produkte, die wir hier im Haus designen und auch in Frankfurt oder fertigen. Ja, und was sind denn so die, was ist denn das typische Produktportfolio dieser Test-Solutions? Ja, wir machen hauptsächlich Sockel, Testkontaktoren zum Kontaktieren von Halbleiterbauelementen. Es geht hin bis zu sehr kundenspezifischen Sockeln, wo wir die Kundenanforderungen abfragen und dann entsprechend das Design erstellen. Genau, also das heißt, der Kunde hat teilweise sehr, sehr genaue Vorstellungen von dem, wie der Sockel funktionieren muss, was er leisten muss. Wie läuft denn da so dieser typische, sagen wir mal, Entwicklungsprozess, Bestellungsprozess ab? Ja. Der Kunde schickt uns seine Anfrage, entweder per E-Mail oder er ruft uns auch an. Und wir setzen uns dann mit ihm in Verbindung, sprechen nochmal die Anforderungen im Detail durch, welche Größe der Sockel haben soll, welche thermischen Anforderungen das gibt, aber auch elektrische. Und erstellen aufgrund dieser Informationen das Design. Das dauert je nach Komplexität so circa 2 bis 4 Wochen. Danach bekommt der Kunde eine Freigabezeichnung. Die kann er sich entsprechend dann anschauen. Er kann auch nochmal Änderungen reinschicken, die wir dann nachziehen. Und wenn die Freigabe vom Kunden dann endgültig da ist, erstellen wir die Produktionszeichnungen und lassen dann den Sockel fertigen. Und ja, in all diesen kundenspezifischen Produkten, was war denn so bis jetzt die größte Herausforderung, die da begegnet ist? Ja, also Herausforderungen sind generell immer, wenn es um Impedanzkontrolle geht, aber auch das Feinpitch, also das Rastermaß. Wir haben einen Sockel entwickelt und gebaut für einen Kunden mit 160 mm Pitch. War natürlich in der Form eine Herausforderung, weil sehr enge Toleranzen hier vorherrschen. In der Fertigung mussten wir auch neue Materialien einführen, sodass wir den Fertigungsprozess natürlich auch stabil hinbekommen. Und ja, in dem Sockel, hast du schon gesagt, gibt es also verschiedene Rastermaße, die dort zum Beispiel eingehalten werden müssen. Und die Bauelemente müssen kontaktiert werden. Wie funktioniert denn da die Kontaktierung? Also wir benutzen einen gefederten Kontakt. Der Pin ist so aufgebaut, dass er zwei Plunger hat. Das sind erstmal die Kontaktierung auf der Bauteilseite, aber auch dann die Kontaktierung auf der Leiterplattenseite. Diese zwei Plunger werden gehalten durch eine Barrel und es ist dann noch eine Feder eingebaut. Mit diesem Pin können wir Flächen kontaktieren, wir können aber auch Bälle kontaktieren. Also es gibt Pins, die haben eine Spitze, eben für Flächen, aber eben auch Krone für Bälle. Wir können auch mit der Federkraft variieren. Die Pins bekommen wir von unserer Mutter aus Japan. Dort können wir auch kundenspezifische Pins anfragen und werden dadurch auch unterstützt. Ja, wir haben ja schon gesagt, du hast schon angedeutet, wir typischerweise haben ja so Sockel, mit denen man direkt die Halbleiter-Bauelemente testen kann. Mhm. Wir können aber auch Sockel anbieten, mit denen wir ganze Baugruppen auch testen können, oder? Richtig, genau, das sind unsere Testadapter. Mit diesen Testadaptern können wir Module wie SMARC oder Q7 kontaktieren. Diese Module haben meist an Board-Edge-Fingerkontakte im Pitch von 0,5 mm. Wenn es weitere Testpunkte gibt, können wir die auch mit kontaktieren. Die Testadapter sind die sehr robust, die haben auch eine sehr hohe Zyklenzahl, sodass die hier für hohe Volumen, so 30.000 Module im Monat gedacht sind. Okay. Ja, das ist schon wirklich eine relativ hohe Zahl an Modulen pro Monat. Das, denke ich, ist auch so eine typische wahrscheinlich Menge für den Bereich Automotive, oder? Richtig, ja. Gerade für den Automotive-Bereich haben wir einige Projekte erfolgreich realisiert. Da geht es eher in die Richtung Board-Level-Test, aber auch System-Level-Test. Und die Testadapter werden dann aber auch noch zum Flashen von diesen Modulen, also zum Programmieren von diesen Modulen verwendet. Und ja, wenn ich jetzt auch speziell an das Fahrzeug nochmal denke, haben wir gesagt, wir haben also die Halbleiterbauelemente, wir haben die Baugruppen. Und was jetzt auch ja vermehrt und sehr intensiv zum Einsatz kommt, sind ja auch Displays zum Beispiel in den Fahrzeugen. Haben wir dort auch eine Möglichkeit, die zu testen? Ja, gerade die Displays, die haben meistens eine FPC dran oder es gibt auch FFC-Kabel, die sind ja auch sehr ähnlich. Diese Produkte kontaktieren wir eben auch mit unseren Pins. FFC oder FPC, sprechen wir von Pitches, 0,3 mm. Also das ist für uns eigentlich nicht das Problem. Und wir können durch unsere Sockel da auch ein sehr, sehr zuverlässiges Produkt dem Kunden bereitstellen, damit er das Display testen kann.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns heute dort mal einen Ausblick gegeben oder Einblick gegeben hast in das Portfolio. Ja, sehr gerne. Ja. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.